Oh. Ich wurde entdeckt. Verdammt. Von denen. Kann ich hier auch kämpfen? Ja. Oho. Hehe. Zack. Geil. So, was wir landen? B. Boah, wenn ich das runtergefallen wäre, ne? Oh, bin ich falsch? Ah. Ja, ja. Mich leicht verguckt. Hä? Veräppeln. Da ist er doch. So, landen. Oh. Bis dann. Normal kriegt man später alle Grundfarben von Ikran. Es sei denn, man hat grün, dann könnte was fehlen. Deswegen nur ein kleiner Bug, aber weiß nicht, ob das überhaupt noch der Fall ist. Ach so, okay. Das stimmt, das war wirklich ausführliche Hilfestellung. Cool, wirklich. Das freut mich echt. Selten kriegt man da ja die Unterstützung, die man benötigt, ne? Deine Ikran ist wild und stolz. Ihr seid wahre Seelenverwandte. Dein Vater will nicht helfen. Niemand will. Egal, was ich auch sage, für sie bin ich immer noch seine Tochter, nicht ihre Zahi. Er hat sonst niemanden. Ich bin mehr als nur Mutters Schatten. Sie liebte es hier. Als ich klein war, sind wir hier zusammengeflogen. Sie hielt mich fest auf ihrem Ikran. Wir lagen hier und erzählten uns Dinge über die Sterne. Ich fühlte mich so erwachsen. Und bedeutender durch sie. Die Kinglore-Geschichten mochte ich am liebsten. Ob es einen Navi gibt, der Höhenangst hat? Ich glaube, da gibt es gar kein Wort dafür in Navi-Sprache. Welche Geschichten hatte mein Volk wohl? Sie haben sie geraubt. Sie haben so viel geraubt. Meine Mutter erkannte, dass sie angefüllt waren mit Ignoranz und Gier. Sie wehrte sich und starb durch die Metallkugeln der Himmelsmenschen. Nach zwei Monaten haben sie der gefixt. Wir sprachen Boah. Nie wieder über den Widerstand. Aber gut. Dein Vater glaubt, der Preis für den Immerhin, Kampf gegen ne? sie war zu hoch. Wird zu hoch sein. Wenn wir nicht kämpfen, verlieren wir alles. Wir wollten keinen Krieg. Doch sie machten Kämpfer aus uns. Wir müssen sie angreifen. Geil, wir können fliegen. Auch die ganzen Ahnenpflanzen hier mal. Priya, irgendwas passiert hier. Ein Signal von diesen komischen Geräten. Es stört die Ginglor und ihren Lebensraum im Regenwald. Wenn wir den Ginglor helfen, helfen wir auch den Aranahe. Kannst du einen scannen? Ich werde rausfinden, was die tun. Klar, ja, bestimmt. Liedperle freigeschaltet. Okay. Dann los. Oh, ist das gut, dich zu sehen?
Ja. Tadam. Cool. Jetzt können wir die eigentlich komplett abklappern, die Blumen, ne? Wenn du in wenn du da einen Nahkampf ausführst, wenn du dich in der Luft befindest, verursachst du zusätzlichen Schaden. Je schneller du in der Luft unterwegs bist, desto höher der Bonusschaden bis zum Dreifachen des gewöhnlichen Maximalwerts. Alle Feinde im unmittelbaren Radius des Aufschlags geraten ins Taumeln. Okay. Die sollen ja sehr wichtig sein. Habe ich mir sagen lassen. Da wieder zwei Skillpunkte. Gucken wir beim Krieger. Nicht ganz. Eine bekommt man erst, wenn man eine Level 20 Basis besiegt hat. Oh, verstehe. In der Höhle? Ah ja, hier ist eine Höhle. Kann ich da reinfliegen? Nee. Oh, ja, ja, ist gut. Fury, ist gut. Ruhig, Brauner, ruhig. Okay, jetzt sind sie miteinander verschmolzen. Ich glaube, wir sind hier richtig. Da ist er. Alles wird immer schöner. Gibt's ja gar nicht, ey. Beautiful. Ja, aber hat es dann gezählt mit der Basis? Obwohl keiner da war. Wahrscheinlich nicht, ne? Ein Körbchen. Mal gucken, ob Moses drin ist. Nee. Nee, natürlich nicht. Bin da aber mal so rumgestreunt. Ja, ist schade. Weil ich weiß, bei Far Cry war das so ähnlich. Da konntest du halt auch schon zu Basen fliegen, die du fahren, nicht fliegen. Obwohl, du konntest auch fliegen, ja. Zu denen du eigentlich noch gar nicht gehen konntest von deinem Rang her. Und und du konntest dich da problemlos reinschleichen, konntest die Basis fertig machen. Und dann war das erledigt. Ja, bin ich ja falsch? Dann hat das gezählt. Ah, da kommt man auf den Baum hoch, ne? Mit ein bisschen Schmackes. Da fehlt mir da noch eine gewisse Fähigkeit zum Springen. Nee, guck an. Easy. Ich musste die Basis ja stehen lassen, bis ich technisch so weit war. Ah, okay. War das Spiel so schlau? Ja, bei Far Cry ging das tatsächlich. Da konntest du die schon mal ausräumen, konntest alles durchmachen. Und gut war. Far Cry 2 war das. 2? Oder 3? Ne, 2 ist das, ne? Oh ja. Werde ich mir zwar bestimmt nicht merken können, aber cool. Ah, was bestimmt jeder gemacht hat. Herz. Oh, Toffel, danke dir. Das ist ja lieb. Das ist ja lieb. Und auf jeden Fall verdient. Oh, oh, oh.
Tschüss. Vielen Dank für deinen Follow, Dongo. Au. Oh, ich sehe nichts mehr. Vor allem, ich bräuchte mal wieder ein paar Pfeile. Und wechsel einfach mal. Oh nein, halt. Du wechselst die Knarre? So, okay. So, kommt her. Alter, das war knapp. Alles klar, super. So, einmal. Wo ist der zweite? Gauner, da hinten. Hey, hey, hey. Oder nicht? Jetzt. Wer so viel im Chat redet, kann auch mal ein Abo bekommen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Looper war eine sehr, sehr große Hilfe. Werde ich euch töten müssen. Lad nach. Keine Munition mehr. Ah, das ging schnell. Das ging ja schnell. Was haben wir denn hier für fliegende Zigarren? Sind das diese Dinger, wo die Motte erkannt hat? Muss man die kaputt machen? Priya, ich bin an einem dieser Flugdinger. Okay, da müsste was zum Scannen. Katerchen füttern. Das sollte die Stromquelle zeigen. Aha, wie cool ist das denn? Solarpanels, wie sich das gehört. 5. Hey, hey, eine Sekunde. Ich orte RDA in deiner Nähe. Sie überprüfen wohl die Ballons. Zu stark. Ja, da. Dann muss ich die wohl töten. So, aber halt, halt, halt. Halt. Wir haben ja keine Musik. Keine Musik. Keine Munition mehr für das Dingen. Zeigt hier gar nicht an, ne? Aber für die haben wir noch Munition. So. Dann machen wir die Viecher nämlich mit sowas kaputt. Und sparen uns unsere Bögen. Ja. Ich weiß nicht, was ich da eingestellt habe, aber habe definitiv die Sid-Faulheitseinstellung. Da muss ich nur drauf. Ja. Das kannst du im Menü einstellen, dass diese Rätsel übersprungen werden. Das habe ich auch direkt gesehen gehabt. Aber anfangs lasse ich das erstmal noch so.
irgendwann wird es mir auf die Nerven gehen. Achtung, und dann ändere ich das auch um. Ja, ich habe mir auch gedacht, ich probiere es einfach mal, wie das so funktioniert. Aber das kann man definitiv ausschalten, dass man die Rätsel selber machen muss. Hast gesehen, die ist ein... Was? Schießt lieber auf die Rotorblätter. Ah, okay. Ja, ja. Macht einen Unterschied also. Gut. Dir ist ein Abo geschenkt worden. Gibt's das? So. Kann ich jetzt ausschalten? Achso, der Step davor schon. Ah, okay. Hast du mitgekriegt, der Geld? Stimmt da? Warte mal. Zack. Rhea, bist du da? Ich habe Daten geschickt. Ja, ich hab nur den Sid gestartet. Ich habe noch gar nicht. Oh. Wenn du die aufschaltest, zerstört das den ganzen Verbund. Halt Abstand zur Explosion. Okay, warte, ich muss eben weg. Hab noch gar nicht herausgefunden, wie ich mit dem Controller die Frequenz mache. Manche müssen auf den Kreis achten, ich nicht. Ja, geil. Das macht's natürlich um einiges einfacher, ne? So, jetzt können wir ja mal da unten auf die Tasten gucken, was die uns da verraten. LB und Y. Damit starte ich das Ding. So. Jetzt schieße ich. Da siehst du. Ja, ich mache ja noch gar nichts. Okay, machen wir es mit Maus und Tastatur. Dann ist es ganz einfach. Oh, Umweg hier. Ich wusste zu Anfang nicht, dass andere... Macht dann ein Labyrinth. Okay. Wo wollen wir eigentlich hin? Da wollen wir doch hin, ne? Ja, ich dachte, die explodieren und fallen runter. Passiert ja gar nichts. Oder muss ich dann noch... Ah, ich muss nur noch kaputt schießen. Hätte ich mir denken können. So, und dann habe ich nicht geschafft. Allzu viel Zeit abzuhauen. Okay. Hey, Taylor, okay, dann kümmere ich mich nur mal eben kurz um die da.
Das ist noch offen? Ja. Das Signal ist stark. Schnell weg! Schnell weg! Genau. Weg! Ich hab alles wirklich auf. Mineralvorkommen. Dann haben wir hier noch eins. Hey, damit suchen Sie bestimmt nach Bruchstellen. Hey, Lan, kannst du... Ein ganzes Netzwerk aus interagierenden Signalen. Hey, Lan, sag mir bitte einfach, ob das Signal schwächer wird, okay? Oh, schon gut. Ich sag Bescheid. Na? Es gibt so viele davon. Das ist Terminal. Ach da. Schalten wir so viele aus wie möglich. Daylan, hast du was? Das Signal ist immer noch stark. Das ist nicht wirklich ein Problem, oder? Es macht ja schließlich nichts Schlimmes. Es ist schlimmer, als es aussieht. Ich muss es stoppen. So. Oh, okay. Die Technik dahinter ist aber ziemlich cool. Aber ich verstehe das. Warum geht das nicht? Mit Controller? Verstehe ich nicht. So. Erstmal auf Fury. Stopp. Und weg. Oh, da haben wir gleich schon Gesellschaft. Noch einen zerstört. Es nützt nicht. Die Geräte lassen das Signal ständig weiter. A-Basis bei den Steinsäulen. Etua ist dort. Aha. Sie werden sich wehren. Keine Munition mehr. Wie wechsel ich so? Geil. Das ging ja flott. Nee, das war dann... Doch, das war hier. Na, Digga. Soll ich was kochen? Rindenfrucht und Scharlachpilze, die brauchen wir. Vergiss nicht, sie sorgfältig zu pflücken. Hab ich schon. Jetzt kochen wir. So, da muss ich auch nach dem Rezept gucken, ne? Damit ich das vielleicht richtig sehe, wie das funktioniert. Vermute ich mal. Nee, das ist kein Rezept. Warte mal. Okay, Rindenfrucht oben. Und wichtig, nicht grün, sondern lila nutzen. Okay. Rindenfrucht oben. Und das sollte unten rein, ne? Da haben wir aber auch nur grün, ne? Ja. Gut, alles gut. So, das war aber nicht... Da, hier, die Pilze waren das. Ah, guck mal hier. Das genügt. Jetzt Rindenfrucht. Duftet toll. Ich muss die Würzung überprüfen. So. Du erhältst plus 30% allgemeine Gesundheit. Eine köstliche Portion herber Obst und herzhafter Pilzstückchen. Ja. Nice. Aber ich mag keine Pilze. Wäre den Pilz- und Obstsalat. Wirklich? Muss ich? Na gut. Der Geschmack. Wow. Wow. Warum schmeckt das so vertraut? Was? Alles aufgegessen. Aber Zatnob wird darüber lachen können. Stimmt. Vielleicht kriegen wir jetzt mal ein Grinsen wenigstens auf seinem strengen Gesicht. Wie war das Gericht? Hatte ich nicht gesagt, dass erlesene Zutaten der Schlüssel sind?
Es war so lecker. Ich habe alles aufgegessen. Schon gut. Doch sag mir, wonach hat es geschmeckt? Nach Rindfrucht und Pilzen, glaube ich. Und als ob meine Mutter mich während eines Sturms umarmt. Okay. Wie ein Feuer in einer kalten Nacht. Ja, psychedelisch. Warum erinnere ich mich daran? Nicht alle Geschichten brauchen Worte. Auch Aromen und Gerüche finden das Herz. Ich hatte dir doch eine Geschichte versprochen. Wo hast du das Rezept gelernt? Eine Sarentu hat es mir in einer kalten Nacht beigebracht. Und zwar genau an diesem Ort. Warte. Eine Sarentu? Ja. Sie war gütig, leicht zu amüsieren, aber auch voller Überzeugung. Wie du. Woran kannst du dich sonst noch erinnern? Es tut mir leid, das war vor langer Zeit, aber sie konnte wunderschön singen und sie hatte deine Augen. Oder hast du vielleicht ihre? Eigenhändig aus dem Kopf geschnitten. Oh, ich habe ja gerade was gekriegt. Setare-Perle. Danke. Geil. Ah, immer die blöde Waffe. So. Seid ihr noch wach? Ah, Duda. Lei Dao ist wieder mal übel. Wo ist Wuhan? Duda. Sie weiß am doch, dass Radio. Ich hier warum, Lurei? Bin ich denn kein gutes Publikum für dich? Was, dann kannst du dir im Hauptquartier sicher noch Nebenquests holen. Bestimmt. Ist entschlossen, es zu ich habe mit ein paar gesprochen. Ich habe sie kürzlich am Fluss gesehen. Aber ich habe da, glaube ich, noch nichts gemacht. Nein, ich wollte nicht. Ich will nicht kochen. Aus. Der Klang der Nacht. Oh, hier. Bongo Karl. Ein Sarentu ist gekommen, um mich spielen zu hören. Jetzt werde ich sicher auch jenseits des Ginglorwalds berühmt. Tut mir leid. Deshalb bin ich nicht hier. Oh, du hättest wenigstens so tun können. Egal. Ich nehme an, du suchst nach Wuhan? Woher weißt du das? Genau. Sie liebt gut gespielte Musik. Wenn sie mich gehört hätte, wäre sie sicherlich von der Suche zurückgekehrt. Sie sagte, dass sie Kräuter für Neidu sammelt. Wir wissen ja, wie rastlos die junge Schülerin meiner Mutter ist. Wo soll ich suchen? Kräuter sammelt sie immer auf der anderen Seite des Flusses. Wuan liebt ihre Routine. Sie liebt die Grasflächen am Ufer, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum. Auf offenen Wasserflächen klingen meine Noten nicht rein. Nee, alles gut, Lupa. Alles gut. Komische, hässliche Kleider. Warst du noch nicht bei meiner Mutter? Weisheitssee. Wenn ich dir schon zuhöre, solltest du es nutzen. Ufer befinden.